Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Endergames mal endlich wieder. Wir spielen das Beyond Forest. Ich habe mal das Zielsuchen wieder ausgewählt. Mir fehlen noch 1500 Punkte. 3, 2, 1. Um mir ein neues Kit zu kaufen. Oh, wir haben gleich drei Diamanten. Oh, nice one. Nice one. Wir haben ganz viel Fleisch und Essen und alles. Und drei Diamanten, was das Wichtigste ist. Ja, wir starten als Zielsucher. Dieser hat von Anfang an ein goldenes Schwert, wie ihr vielleicht schon an meinem Inventar sehen könnt. Und hier hat jemand cool TNT aufgestellt. Okay, vielleicht. Nee, kann ja gar keiner. Kann gar kein. Wie heißen die? Bomber sein. Weil Bomber hätten ja. Da wäre das explodiert, ohne dass man das irgendwie zum Explodieren bringen muss. Das goldene Schwert behalten wir mal für den Anfang, damit das kein anderer aufhebt. Ansonsten können wir gar nicht viel machen. Wir könnten unsere Truhe hier. Unsere Workbench natürlich nochmal mitnehmen. Und dann sind wir erstmal bereit. Natürlich hätten wir auch von Anfang an erstmal ein paar Kisten auch looten können, aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Schutzzeit ist in 30 Sekunden vorbei. Und ja, endlich mal wieder Endergames im The Forest. Ist das nicht toll? Super, oder? Gab es seit Ewigkeit nicht mehr, weil ich erstmal eine neue Klasse freispielen wollte, aber das hat irgendwie voll lang gedauert. Jetzt bin ich zwar bei 18.500 Coins, aber ja, der Server ist halt immer richtig voll und dann habe ich keine Lust da stundenlang zu warten. Bis ich mal raufkomme, da ist auf jeden Fall ein Gegner, den hätte ich gerne, wenn er nicht so schnell irgendwie weglaufen würde. Um unser Kit nochmal zu erklären, wir haben halt den Zielsucher. Au. Und der Zielsucher kann folgendes, der hat von Anfang an ein goldenes Schwert und von Anfang an eine goldene Schuhe. Und komm schon, dich hole ich mir, jawohl, hallo. Hallo. Wenn die unter 50 Leben haben, dann kriegen wir einen Speedboost und deswegen sind wir jetzt auch gerade so schnell. Den haben wir erwischt. Da ist noch einer. Oh, da war nur leer geswitcht. Da hinten sind allerdings noch welche. Ich esse erstmal was, damit wir ein bisschen regenerieren. Sobald der erste unter 50 Leben haben, werden wir schneller. Da scheint einer unter 50 Leben zu haben. Den snacken wir uns auch noch weg. Hoffentlich. Nein. Das war schlecht. Ah, gut. Das war aber auch die erste Folge, die ich bisher immer wieder gemacht habe. Ich habe eben nicht probiert, wie das nochmal alles ging. Das heißt, wir sehen uns gleich in der zweiten Folge wieder und bis dahin, bis gleich oder jetzt und tschüss. Und damit willkommen in der zweiten Runde von Endergames. Ist wieder The Forest. Ich habe wieder den Zielsucher ausgewählt. Wir haben. Ach, man kriegt das erst, sobald die Runde gestartet ist. Ah, interessant. Das heißt, wir haben von Anfang an wieder unser Schwert und unsere güldenen Schüchchen. 5, 4, 3, 2, 1. Hoffentlich kriegen wir wieder Diamanten. Nee, aber immer ein Eisen. Und da haben wir doch Diamanten. Nice. Und was haben wir da? Trank der Schnelligkeit. Oh, okay. Eben war das Problem, dass wir gestorben sind. Nee, keine Ahnung. Er hat uns einfach besser getroffen. Ich dachte, der wäre ein bisschen angeschwächt, dadurch, dass er den anderen Typen da gegen den gekämpft hat. Aber der andere hat sich anscheinend gar nicht gewehrt. Was ich ein bisschen schade finde. Wieso wehrt er sich nicht? Dann hätten wir den anderen auch besiegen können. Wir holen uns hier auf jeden Fall erstmal Fleisch. Fleisch für uns. Fleisch für den kleinen Zielsucher. Und ich finde hier in diesem blöden Dschungel, Forest, Wald, Ding, einfach keine Kisten. Da ist eine Kiste. Ob da wohl schon jemand dran war? Nein. Oh, cool. Okay, dann craften wir uns Sachen. Wir können uns ein Dia-Schwert auf jeden Fall machen. So. Oh, es laggt ein bisschen. Sollte aber kein Problem sein. Wir haben ein Dia-Schwert. Was können wir uns sonst noch machen? Einen Helm und Brot. Perfekt. Können wir daraus noch irgendwas machen? Nee. Okay, dann ziehen wir uns den Helm an, setzen das kurz auf die 3. So. So, und da wartet schon jemand hinter uns, habe ich gesehen. Der will uns anscheinend töten. Verfolgt er uns? Er verfolgt uns wirklich. Aber wir haben ein Dia-Schwert. Damit hat er nicht gerechnet. Haha, da haben wir ihn erledigt. Der hatte nur ein Steinschwert. So, wo ist der nächste? Hinter uns. Oh. Nee. Also so ja nun nicht. Okay, wir müssen erstmal recken. Ich hoffe, der nächste ist ziemlich weit weg. Ich nehme trotzdem mal. Oh, wir sind schneller. Achso, wegen unserem Speed-Trank jetzt natürlich. Oh, weia. Okay, wir müssen erstmal recken. Wir sollten uns erstmal von dem entfernen. Erstmal recken. Oh Gott, wir sind ja nicht der Hai. Das heißt, wir können nicht einfach ins Wasser gehen und sind dann da voll gereckt. Sondern wir sind der Zielsucher und kriegen einen Speed-2-Buff, wenn die Gegner nur noch 50% ihrer Leben haben. Und ich verliere erstmal mein ganzes Leben. Aber da ich den Hai so mag, gehen wir trotzdem mal ins Wasser. Vielleicht denken die ja dann, ich bin ein Hai. Und wir sollten auch mal gucken, was wir hier so haben. Können wir alles mal anziehen. Allerdings dürfen wir nicht so lange unter Wasser bleiben. Weil wir kein Wasserkit sind. Obwohl das ja sowieso nur noch der Hai kann. So, auf jeden Fall können wir uns. Warte, kommt da ein Gegner? Nee. Gut, ich
Glaubt zwar, dass wir gleich geportet werden. Für die Hose langt es aber noch. Das können wir auch hier reintun. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Enderperlen hätte ich gern. Das kann weg, das kann weg. Okay. Und vielleicht noch ein bisschen. Ne, Brot können wir uns gar nicht machen. Okay. Dann das ausziehen, das anziehen. Das kann weg. Und essen. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder voll gereckt. Fast. Ein Leben. Unsere Ausrüstung ist auch recht okay. Ist hier irgendwo ein Gegner? Ganz weit weg. Der wollte hier. Okay, können wir auf jeden Fall beides mal mitnehmen. So. Der wollte da die Kiste looten. Und ich würde sagen, wir sind gar nicht so schlecht equipped, dass wir eigentlich schon auf den nächsten Gegner gehen könnten. Wir haben voll gereckt, wir haben ein paar Enderperlen, haben einen Lava-Eimer dabei, haben ein Diaschwert, haben sogar einen Bogen. Ja, doch, doch, komm, wir greifen an. Wir greifen an, da unten ist er schon. So, sieht er uns kommen? Er sieht uns nicht kommen. Okay, er sieht uns doch kommen. Allerdings haben wir ihn wahrscheinlich besser erwischt und er hat auch keine Ausrüstung. Nächster Spieler ist richtig weit weg. Dann können wir hier erstmal aussortieren. Okay, die ist ganz schön. Der hatte Diamanten dabei. War da sonst noch was? Nee. Okay, was können wir craften? Können wir uns. Hatte der Eisen? Nee. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Okay, wir. Nein, 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 nein. Oh nein, jetzt hat da jemand den Diaschwert. Au! Mensch, was soll das? Tut uns erstmal selber weh. Erstmal essen. Okay, wir können uns also nix craften, ja? Ist das so? Wir nehmen uns dann halt die zweite Workbench hier mit. Puh. Wenn wir uns nix craften können. Okay, haben wir denn wirklich nichts? Wir könnten uns Brot craften. Wir könnten uns ein bisschen Level. Wir könnten uns ein Goldapfel. Ein Goldapfel. Den machen wir uns. Einen. Ja, ich setze erstmal zwei hin, weil das ist besser als einer. Einen Goldapfel können wir uns machen. Perfekt. So, einen nehmen wir wieder mit. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich habe so lange Endergames nicht mehr gespielt, dass das jetzt irgendwie alles voll ungewohnt ist. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer. Und da oben ist eine Kiste gespawnt. Die holen wir uns. Lass uns eine Kiste holen. Da ist noch ein bisschen mehr Gold drin. Oh, sehr schön. Was haben wir da noch? Okay. Den Trank werde ich sowieso nicht benutzen, deswegen nehme ich ihn erst gar nicht mit. Da hätten wir noch ein paar Enderperlen. Und wir können es doch einen Apfel machen. Oder? Das langt doch, oder? Ja, genau. 8. So, damit haben wir 2 goldene Äpfel. Perfekt. Wie viele leben noch? Ein paar. Wir nutzen einfach mal das Ding hier. Mal schauen, wo wir rauskommen. Vielleicht ja bei einem Gegner? Nee. Gut. Die sind immer noch so weit weg. Das kann doch nicht sein. Wir gehen jetzt zum Gegner hin. Wir haben 2 goldene Äpfel. Leider ist unsere Brust nicht so gut. Wenn wir noch. 3? Braucht man 9? Oder 8? 8. Wenn wir noch 2 weitere Diamanten finden. Oh, warte. Oh Gott, der Gegner ist ja voll nah. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Wenn wir noch 2 weitere Diamanten finden, dann können wir uns eine Dia-Brustplatte machen. Das wäre auch richtig geil. Wir gehen mal kurz auf den Baum hier rauf. Da hinten war der. Aua. So, ich esse schon mal einen goldenen Apfel. Obwohl der da oben ist. Ich werfe mich einfach mal hoch. So. Damit hat er nicht gerechnet. Komm her. Pam, tot. Haha. Perfekt. So, der nächste Spieler ist gar nicht mal so weit weg. Die Enderperlen hätte ich gern. Allerdings haben wir auch so genug Enderperlen. Der ist da unten. Der hat auch nichts. Können wir also eigentlich auch mal angreifen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Er hat den goldenen Apfel dabei. Das heißt, wir essen einfach mal ein. Aber der nächste Spieler ist auch schon wieder nicht so weit weg. Ah, was ist denn hier los? Hoffentlich greift er uns nicht von oben an. Das wäre ein bisschen uncool. Na, wo bist du? Gegner? Hallo? Hallo? Seht ihr ihn irgendwo? Kommt er zu uns? Er kommt nicht. Auf jeden Fall haben wir eine Goldplatte. Die ist schon mal besser. Wir könnten uns auch eine Eisenbrust machen. So. Für was anderes brauchen wir das Eisen sowieso. Ja, doch. Egal. So. Und Gegner kommt nicht näher. Das ist sogar ein anderer. Wurden die geswitcht? Wahrscheinlich. Da drüben ist er. Wow. Was? Ich hab mich richtig erschrocken. Nice, okay. Okay, alles gut. Da unten ist er. Der hat nicht mal gute Sachen. Den kriegen wir auf jeden Fall. Okay, ist anscheinend ein Vampir. Kriegen wir trotzdem. Sehr schön. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht das Finale. Nee. Der hatte ganz viel Zeug dabei. Oh oh. Oh oh, oh oh. Ah, der hat ja sogar einen guten Bogen. Ach, fuck, egal. Der nächste Gegner kommt halt schon.
Der hat aber einen guten Bogen. Ach, ich will den Bogen haben. Wo war der? Der Bogen. Wo hab ich den hingesch... Oh, der hatte auch Diamanten dabei. Okay, perfekt. Der hatte Diamanten. Dann machen wir das so. Der ist ganz weit weg. Wir machen uns eine Dierbrust. Okay, die haben wir gerade noch so bekommen. Oh, nice. Okay. Nein, wo ist sie? Jetzt hat der die Dierbrust oder was? Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, er hat die Dierbrust. Ja, geil. Ach, wie öde. Ach, wie überaus öde. Wir haben ihn eine Dierbrust gebastelt. Sehr cool. So, dann machen wir das jetzt so. Sind wir zumindest full Iron. Immerhin. Shit. Jetzt hat er da den ganzen Loot. Hä, ist es kein... Wir haben gewonnen. Er hat das Spiel verlassen. Was war das denn für eine blöde Runde dann? Oh, wieso hat er denn das Spiel verlassen? Dann bauen wir ihn schon eine Dia-Brust und dann verlässt er das Spiel. Ach man, ich hatte mich jetzt auf den Endkampf gefreut gehabt. Ja, das ist jetzt zwar ein doofes Ende, aber kann man nichts machen. Ja, gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt euch mal gefreut, dass wieder Ender Games kamen. Wird in nächster Zeit wahrscheinlich öfters kommen. Weil ich wieder Bock drauf hab. Wo ist denn Ender Games? Da ist Ender Games. Und wir können noch mal kurz nachgucken, wie viele Münzen oder wie viele Punkte ich jetzt habe. Hier, Forest. Ich habe 18.000. Boah, ich habe nur einen einzigen getötet eben. Ich hatte noch mehr getötet. Habe ich nur einen? Nein, ich habe mehr getötet. Auf jeden Fall habe ich mehr getötet. Ah, egal. Okay, dann brauche ich also noch 1.400. Irgendwie haben die Punkte nicht gezählt. Was weiß ich. Keine Ahnung. Doch, ich habe auf jeden Fall mindestens zwei getötet. Wenn nicht sogar mehr. Ja, genau. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.